Guten Morgen, liebe Zuschauer. Am zweiten Tag heute nun geht's weiter, wie geplant, nach Vetscherboen, nachdem ich in Ayutthaya, wie ihr gerade gestern gesehen habt, übernachtet habe. Bin wieder zeitig weg. Jetzt ist es 7:45. Ich habe gute 90 Kilometer schon hinter mir wieder. Und der heutige Streckenverlauf, das ging von Ayutthaya ca. 80 Kilometer, den Highway Nummer 32 hoch. Das war nicht sehr ereignisreich, aber schnell. Kommt auch unheimlich gut voran, weil er auch gut ausgebaut ist und von der Qualität her, also von der Straßenqualität her sehr gut ist. Von da ging es dann auf den Highway Nummer 11, auf dem bin ich jetzt gerade. Und der geht jetzt quasi nach Nordosten, bisher in den Highway Nummer 21 mündet. Ein Stück südlich von Vetscherboen und dann geht es eben auf der 21 weiter bis nach Vetscherboen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt vor mir kommt ein bisschen hügeliges Gelände, jetzt was ausschließlich flach. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht, ob ich den Highway so schon mal gefahren bin. Wenn, dann ist das sehr lange her. Ich versuch's heute nur mal mit einer Kamera, indem ich dann die Ausschnitte entsprechend so hinrichte, wie mir das passt. Ich habe da gestern mit zwei Kameras und noch zwei Mikrofonen, also nochmal zwei Tonspuren, da kam ich irgendwann durcheinander. Versucht das jetzt ein bisschen zu minimalisieren, mein Unternehmen. Ups, hier ist Gegenverkehr. Jawohl. Ach, das war nur das kurze Stück anscheinend. Ja, Wetter ist wieder prächtig noch, wobei bereits ab 10 Uhr für Vetscherboen eine leichte Regen wahrscheinlich vorhergesagt ist und dann ab Mittag dann eher wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Gestern Nachmittag bestand ja auch in Ayutthaya laut Vorhersage relativ hohe Regenwahrscheinlichkeit, also das war bestes Wetter. Jetzt kam überhaupt nichts. Und heute sieht das auch sehr, sehr gut aus, wenn es auch schon wieder noch nicht mal 8 Uhr ist. Schon wieder mächtig warm. Was haben wir denn auf der Temperatur hier? Das Schöne, die hat eine Temperaturanzeige, also eine Außentemperaturanzeige. 31 Grad, das schon wieder. Hey, hey.
So, jetzt sind wir noch mal ganz kurz auf dem Highway Nummer 1. Aber nur für 2 Kilometer, so wie ich das hier ablese. Und jetzt geht das links weg auf die 3330. Und da stand auch schon Badger Boon ausgeschildert. Sehr schön, sehr schön. Naja, so richtig aufregend war die Strecke bisher auch noch nicht. Ja, ich bin hier an so einer kleinen Tankstelle. Auf der, ich weiß nicht richtig, wie die Straße heißt, das ist noch die 3330. Auf jeden Fall ist es sehr ländlich, es gibt auch nicht viel Verkehr. Aber es ist affenheiß. Deswegen werde ich jetzt meine Kühljacke überziehen. Ja, ich bin an meinem Ziel mal wieder. Ich drehe jetzt das quasi Abschlussvideo abends kurz vor 6. Ist jetzt leicht bewölkt oder na, ziemlich bewölkt, aber blieb trocken. Sieht auch so aus, als würde es trocken bleiben. Ja, es freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war heute eben die Fahrt nach Badger Boon. Und ich bin wieder eingecheckt in das Sabaidi Place Hotel. Da kostet das Zimmer 350 Baht. Das ist kein feudaler Luxus, aber es ist absolut alles drin, was man braucht. Großer Kühlschrank, Klimaanlage, sogar Wasserkocher und Kaffee ist dabei. Und dafür ist es absolut klasse. Ja, morgen der Plan ist, weiter nach Loi zu fahren. Ich hoffe, das klappt morgen, wetterbedingt. Was ich bis jetzt gesehen habe von der Vorhersage, sieht es ganz gut aus, aber man steckt ja nie drin. Denn diese Vorhersagen sind auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Verabschiede mich, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal.